Startups sind für uns wichtig in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland. Warum? Weil sie sind die Träger der digitalen Innovationen. Wer, wenn nicht die Startups, soll mit ihren knackigen Ideen uns in Zukunft voranbringen? Das brauchen wir deswegen, weil daraus Arbeitsplätze entstehen werden für die Zukunft, der nächste Mittelstand sich daraus zusammensetzen wird und letztendlich auch unsere klassische Industrie in der Partnerschaft, in Kooperationen mit den Start-up letztendlich auch im Online-Wettbewerb in der Zukunft bestehen soll. Und ich bin dankbar auch für die Jungs und Mädels aus Nordrhein-Westfalen, dass sie das Angebot angenommen haben, hier sich heute zu präsentieren. Dafür erstmal für alle ein herzliches Dankeschön. Ja, hallo, mein Name ist Thomas Hamels, ich bin Gründer der Firma Mefitto. Unser Motto lautet, einmal geklickt, richtig geschickt. Damit sieht man auch, wo wir eigentlich tätig sind. Wir helfen dir im Onlinehandel, die richtige Größe zu finden. Das im ersten Step gerade aktuell bei Schuhen. Wir haben dafür 800.000 Schuhe vermessen. Somit sollte auch dein Lieblingsschuh unter den vermessenen Produkten sein und helfen dann anhand einer einfachen Vermessung, die du zu Hause tätigen kannst, mit einem Blatt Papier und einem Smartphone, die richtige Größe für deinen Lieblingsschuh zu finden. Wir rollen jetzt aus auch auf Textilien. Somit kannst du halt auch zukünftig ganz einfach online auch die richtigen Textilien in der richtigen Größe bestellen. Ja, und so hoffen wir eben für dich als Standardberater demnächst auf allen bekannten Shop-Plattformen zur Verfügung zu stehen und wünschen dir damit eben auch viel Spaß beim Einkauf und ja, wir sehen uns. Hi, ich bin Tobias von EvoPark und wir machen das Parken in Parkhäusern einfacher. Wenn du dich bei uns anmeldest, bekommst du diesen EvoTag. Das ist eine Karte mit einem Funkchip, die die Parkhausschranken automatisch öffnet. Das heißt, du musst die Karte einfach nur auf deinem Armaturenbrett platzieren und wenn du vor die Schranke fährst, geht sie automatisch auf. Du brauchst kein Ticket mehr ziehen und wenn du zurück zum Parkhaus kommst, brauchst du nicht mehr zum Kassenautomaten gehen, denn die Parkgebühren werden ganz einfach einmal im Monat abgerechnet. Der EvoTag ist für dich kostenlos und du kannst mit uns sogar Parkgebühren sparen, denn wir arbeiten mit vielen Partnern aus Gastronomie und Einzelhandel rund um die Parkhäuser zusammen und wenn du dort etwas einkaufst oder Geld ausgibst, bekommst du einen Teil deiner Parkgebühren wieder zurückerstattet. Das ganze System funktioniert jetzt schon in Düsseldorf und bald auch in deiner Stadt. Mein Name ist Wolfgang Sengels, ich bin einer der geschäftsführenden Direktoren der C3S, Cultural Commons Collecting Society. Und ab 2016 werden wir als Alternative zur GEMA als zweite Verwertungsgesellschaft für Musik antreten, um den Künstlern eine bessere und gerechtere Verteilung ihrer Gelder zu ermöglichen und dass sie auch zu den Geldern kommen, die sie mit ihrer Musik verdienen. Mein Name ist Danny Bruder, ich bin selber Musiker und habe mich der C3S angeschlossen, weil ich Creative Commons Lizenzen benutze und für mich im Moment in Deutschland keine Möglichkeit besteht, aus Tantiemen Geld zu verdienen. Wir bieten als C3S auch den zusätzlichen Service Adore an, womit wir den Musiknutzer gezielt ansprechen, der mit diesem Webservice den Musikern direkt eine zusätzliche Spende zukommen lassen kann, um den Musikern, die er am meisten schätzt, seinen Respekt zu zollen und eine kleine Spende zukommen zu lassen, die der Musiker direkt erhält von uns. Hallo, mein Name ist Alex, Gründer von Smartly. Mein Name ist Mustafa Azi, ich bin Gründer von Smartly. Smartly ist ein Online-Marktplatz, auf dem Händler ohne technischen Aufwand Millionen Käufer erreichen können. Das heißt, ein intelligenter Algorithmus übernimmt die komplette Artikelintegration. Im Absatz sind reichweitenstarke Verkaufskanäle integriert. Die Vorteile für Händler liegen also auf der Hand. Er bekommt einen ganzheitlichen Verkaufs- oder Vertriebskanal ohne Wechselkosten und mit entsprechender Anbindung an verschiedenen Multiplikatoren. Hallo, ich bin Marius von Feili. Bei Feili geht es um Papierkram, Aktenordner zum Beispiel oder auch die Papierpost, die irgendwie reinkommt. Wir finden das alles ziemlich doof, diesen ganzen Papierkram. Wir haben dafür digitale Lösungen geschaffen, zum Beispiel unsere Feili Smartphone-App oder Apps fürs Tablet oder auf dem Computer. Damit kann man seinen Papierkram künftig viel, viel einfacher verwalten, die gar kein Papierkram mehr haben. Und jetzt hier vor Messe stellen wir unser neuestes Produkt vor. Das ist unsere Feili-Box, intelligenter Schuhkarton mit auch einem intelligenten Scan-Aufsatz oben drauf. Und damit kann man seine Dokumente künftig noch viel, viel besser verwalten. Ja, viel Spaß damit. Hi, ich bin Dominik von Fuchs. Unser Produkt ist ein Synchronisationstool für Kontakte, Kalender und Aufgabendaten. Damit ist es einfach, im Team zusammenzuarbeiten und Daten untereinander zu teilen, was besonders für Mittelständler und kleine Unternehmen interessant ist. Unser Produkt basiert auf einer offenen Technologie namens SaberDuff. Das ist ein Open-Source-Projekt, das wir auch entwickeln, das sich mit den Protokollen WebDuff, CardDuff und CalDuff auseinandersetzt und eben auch in vorhandenen Produkten Synchronisationsfunktionalität ermöglicht. Das hört sich jetzt erstmal abstrakt an. Es gibt aber auch schon ein paar Anwender, die vielleicht gute Beispiele sind. OwnCloud beispielsweise verwendet unsere Technologie für die Sync-Funktionalität. Genauso aber auch das amerikanische Unternehmen Box
das eben auch unsere Technologie verwendet für deren Web-Schnittstelle. Hi, ich bin Christian von Fitogramm und wir haben die CeBIT zur CeFIT gemacht. Wir sind eine Suchmaschine für Fitnessstudios und mit uns kannst du ganz einfach dein Wunschstudio finden. Neben den Fitnessstudios bieten wir auch noch Yoga, Pilates, Studios, Schwimmbäder und Saunen an. Wir machen das Suchen leichter, wir machen das Finden leichter und bei uns kannst du auch direkt dein passendes Probetraining buchen. fitogramm.de. Ja, hallo, mein Name ist Philipp Möhlmeier und ich bin einer der Gründer der IT Talents GmbH. Wir bei IT Talents, wir haben uns zum Ziel gesetzt, Nachwuchs-ITler möglichst frühzeitig mit kleineren und mittelständischen Arbeitgebern zu vernetzen. Solltest du ein IT-Talent sein, schau doch mal unter www.it-talents.de vorbei. Du kannst dich dort zu spannenden Unternehmen informieren, kannst dich beispielsweise auf Stipendien bewerben, sodass du während deines Studiums oder deiner Schulzeit finanziell gefördert wirst. Du kannst beispielsweise an Wettbewerben teilnehmen. Informier dich doch einfach und schau mal bei uns vorbei. Sollten Sie ein Unternehmen sein, sprechen Sie uns ebenfalls gerne an. Wir unterstützen Sie dabei, sehr, sehr gezieltes Personalmarketing zu machen, Ihre Arbeitgebermarke zu stärken und Sie lernen über uns die Menschen kennen, die Sie in 1, 2 oder 3 Jahren bei sich einstellen. Ja, die CeBIT 2015 zum ersten Mal mit einem Gemeinschaftsstand der digitalen Wirtschaft aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind ganz stolz darauf, hier 8 tolle Startups mit ihren Ideen präsentieren zu dürfen und alle sind sehr zufrieden. Wir haben viele Kunden, viele Kontakte generieren können. Die digitale Wirtschaft ist für Nordrhein-Westfalen ganz besonders wichtig. Die CeBIT ist einer der führenden Plattformen, deswegen mussten wir hier präsent sein und ich glaube, das haben alle ganz toll gemacht und wir sind sehr, sehr stolz und zufrieden, dass wir hier zum ersten Mal auch die digitalen Startups aus Nordrhein-Westfalen haben präsentieren dürfen.